In diesem kleinen Video simulieren wir eine Situation, die mit Tax-Free zu tun hat, die eher selten vorkommt oder nicht so häufig vorkommt. So, also, was machen wir? Wir machen jetzt erstmal einen ganz stinknormalen Tax-Free-Bon, dass wir sagen, wir wollen diese zwei Artikel verkaufen. Okay. Wir sagen bezahlen, das war ein Bar, okay, und sagen weiter. Der Kunde kommt jetzt mit der Zollbescheinigung und Sie können sagen, okay, aufgrund der Zollbescheinigung, lieber Kunde, die du mir vorlegst, kriegst du die Mehrwertsteuer wieder. Nun sage ich, ich will einen Tax-Free-Bon erstellen, also einen Fast-Tax-Free. Und wir haben nun die Situation, dass wir die 101 Euro eingenommen haben und dem Kunden jetzt 16,28 Euro ausbezahlen. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil der Kunde aufgrund der Zollbescheinigung die enthaltene Mehrwertsteuer in 101,95 Euro, sprich die 16,28 Euro, ausbezahlt bekommt. Und dann ist es so, Barbie Profi 3 tätigt die Einnahme, tätigt die Gegenbuchung und verbucht eine neue Einnahme. Somit haben wir eine Differenz von 101 zu 85, die einfach der Mehrwertsteuer von 16,28 Euro entspricht. Soweit, so gut. Jetzt tun wir einfach so, dass der Kunde sagt, pass mal auf, diese Damenhose, die ich da bei dir gekauft habe, die möchte ich wieder zurückbringen. Und das ist jetzt genau die Situation, dass wir sagen, ja, aber der wurde ja schon, aufgrund der Zollbescheinigung, wurde schon die Mehrwertsteuer ausbezahlt für den kompletten Kunden. Wie handeln Sie das jetzt? Ganz einfach. Wie gesagt, das ist eine Situation, die eher sporadisch vorkommen sollte. Wenn es natürlich gang und gäbe ist, dann würde ich mir Gedanken machen, ob vielleicht irgendwas am Sortiment nicht stimmt oder ob die Kunden sie irgendwie vielleicht mal bescheißen wollen, dass sie sagen, vielleicht merkt das ja nicht. Weiß ich nicht. Egal. Also wir sagen, die Damenhose kommt zurück. Im Regelfall würden wir über die Toolbox gehen und würden sagen, Artikelrücknahme aus Bon. Wenn wir das an dieser Stelle tun und wir sagen, das war die Bon Nummer 1, sagt er, das geht nicht, das war ein Tax-Free-Bon, Mehrwertsteuer ausbezahlt und so weiter. Okay, also, dann machen wir es einfach andersrum. Wir wissen, dass wir die Damenhose haben, die Sie nun auf Ihren Kassenbon ja sehen. Das heißt, der Kunde legt ja Ihnen normalerweise diesen Kassenzettel vor. Und aufgrund dieses Kassenzettels sehen Sie in den Bonkopien die Historie dazu. Das heißt, wann war der Tax-Free-Bon und wann war der Einnahmebon wieder dazu. Soweit, so gut. Also, wir wissen, die Damenhose hat die Position 2, die Artikel Nummer 5. So, jetzt können Sie entweder hier die Artikel Nummer 5 eingeben oder mit dem Barcode-Scanner drüber scannen oder über die Schnellwahl-Buttons oder natürlich den Artikel suchen und dann eingeben. Ich gehe jetzt über die Artikelnummer, sag 5, ich verkaufe ein Stück. Jetzt sagt er, hey, ne, und so weiter, trotzdem verkaufen, ja, passt. Und nun mache ich RK für Rücknahme. Sie sehen, dass sich der Preis hier rechts nun von 89,95 auf minus 89,95 gestellt hat. Ich sage nun bezahlen und sage Betrag auszahlen. Bestätige meine Auswahl und sage hier, brauche ich Bon ja oder nein. Nun haben wir eine Auszahlung mit 89,95. Soweit, so gut. Aber diese 89,95, da ist ja die Mehrwertsteuer schon enthalten. Das heißt, hier sind 14,36 Euro Mehrwertsteuer drin. So, was machen wir jetzt? Ganz einfach. Wir gehen auf Tax-Free, geben jetzt uns den gerade erstellten Bon ein, weil der wird jetzt ausgedruckt, die Codebar ist oben drauf. Und ich sage, ja, ich will für den Bon Nummer 4 einen Tax-Free-Bon erstellen. Was passiert jetzt? Jetzt sagt Wabi Profi 3, pass mal auf, gib den Kunden bitte 75,59 Euro heraus. So, warum 75,59? Ganz einfach. Weil wir den Artikel einmal mit minus 1, also als Rücknahme, verbucht haben. Somit haben wir einen Warenzugang für die Artikel Nummer 5, also für unseren Artikel Damenhose, haben wir einen Warenzugang im Lager, also im Artikelstamm. Zugleich haben wir eine Einnahme verbucht, damit sich diese Buchung einfach aufhebt von der Summe her. Und dann haben wir wieder erneut eine Auszahlung, die tatsächliche Nettorückgabe oder Nettobetragsrückgabe an den Kunden darstellt, die mehrwertsteuerneutral ist. Hier mehrwertsteuerneutral. Ja, und so machen Sie eine Artikelrücknahme aus einem bereits erstellten Tax-Free-Bon.